Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ach, 3, ja klar. World natürlich. Und ja, wir sind hier, ich bin immer noch so ein bisschen heiser. Wir machen jetzt in dieser Folge einfach mal ganz entspannt und ruhig weiter bei dieser Bahn, wollen hier wirklich eine vernünftige Bahn hinbauen und lassen uns da auch dementsprechend dann ein bisschen Zeit für. Und ja, auch nochmal an euch an dieser Stelle die Erklärung, wenn ihr hier noch an der Verlosung teilnehmen möchtet, ihr könnt hier ein Spiel, ein Keybook gewinnen. Damit seid ihr auch automatisch dann beim nächsten Beta-Wochenende mit dabei und könnt das Spiel vorab spielen. Und habt natürlich dann auch die Vollversion, sobald diese rauskommt. Da müsst ihr einfach auf den Link Gewinnspiel in der Videobeschreibung gehen, dann kommt ihr zu Part 1 und dort dann einen Kommentar hinterlassen und einen Daumen hoch da lassen und dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne über den Link kaufen. 25% reduziert. Und ja. So, also hier gibt es auch noch nicht so viel einzustellen. Aber wenn es das erstmal gibt, dann freue ich mich. So, wir werden jetzt aber erst einmal weiter basteln. Also, ich habe irgendwie versucht, ein Looping zu machen. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht auch kein Looping hier. Da werde ich dann vielleicht mal einen Flawless Coaster oder so nehmen, wo man, oder hier einen Stand-Up Coaster, wo man die Loopings dann auch im Vorschaubild sieht. Vielleicht machen wir einfach nur so eine wilde links, rechts, hoch, runter, schräg, Schrauben und so Fahrt. So, auf jeden Fall machen wir hier mal ganz entspannt weiter. Man kann natürlich den auch hier so rumfahren lassen. So, und vielleicht ein bisschen bergab. Noch ein bisschen Fahrt aufzunehmen. So. Und jetzt Achtung, das nächste Stück soll nämlich hier wieder rüber. Allerdings ein bisschen mit Schräge eigentlich. Okay, ich glaube, darüber kommen wir nicht. Jetzt muss ich mal gucken, das sieht man immer so schlecht. So, jetzt sind wir hier, genau. Ich hoffe, der crasht dann da nicht gegen irgendwie. Invalid Location. Was? Naja, der wird doch die Stütze umbauen können, oder? Sonst können wir das auch so machen, dass wir es wieder zurückdrehen. So, dann ist man da in so einer kleinen Schräglage. Invalid Location. Also ich glaube, wir sind hier zu nah dran. Wobei ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht fand. Sonst machen wir es so, dass wir da vielleicht jetzt erstmal nicht so viel ausprobieren. Dann lassen wir ihn irgendwie hier hinfahren. Und dann machen wir hier so eine kleine Drehung, die dann vielleicht so ein bisschen runter geht wieder. Bisschen Fahrt aufnehmen. Und dann vielleicht hier unter durch. Also ich mag sowas, aber ich kann nicht sagen, ob das klappt. Aber das sieht ganz gut aus jetzt. Und dann hier vielleicht noch mal so. Und dann können wir hier noch mal wieder ein bisschen hochgehen, wenn wir da nämlich dann die Dings haben, die Leute, die da dann lang gehen. Und dann machen wir den mal wieder gerade. Okay, zu schnell gerade dürfen wir ihn nicht machen. Aber dann bis hier jetzt hoffentlich. So ein bisschen zum Auslaufen. Und dann würde ich sagen, hier, ah nee, das wird nix. So, da können wir noch mal
paar Breaks einbauen. So. Also, das ist jetzt einfach nur mal so just for fun, um zu gucken, ob der hier rüberkommt. Und ist ja eigentlich ganz witzig hier mit den ganzen Kurven. Lasst uns das mal ausprobieren. So, wir können mal in die Station reingucken. So, das finde ich auch ganz geil, dass man jetzt wirklich so eine richtige Station hier hat. Nicht nur so ein Häuschen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. So, Test. Ja, wir lassen den erstmal so fahren, ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz 90 Grad, aber es geht in die Richtung. Und dann bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob unsere erste kleine Attraktion hier so ein bisschen, ja, ein paar bessere Bewertungen hat als die letzten. Ja, ich glaube, den machen wir mal ein bisschen schneller, ne? Ich bin ein Freund von schnellen Kettenzügen. Train. So, machen wir mal 3. Und Test. Jetzt düst er da nämlich ein bisschen schneller hoch. So, und ab geht's mit der Fahrt. Ja, Tempo sieht gut aus. Auch nicht zu schnell. Ist ja immer wichtig. Nicht schneller, als es sein muss. Vielleicht ein bisschen schnell hier in die Kurve und hier in die Station. Also es kommt nicht so gut an. Fail. Was soll Fail jetzt heißen? Ist die wirklich so scheiße? Safety. Also Safety ist schon mal gut. Was das jetzt heißt? Ich weiß nicht. Intensität? Ich bin ja enttäuscht, ne? Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es halt so. Ich frage mich, wie man hier so einen einzelnen Track wegkriegt. Ich meine, man könnte hier auch noch so eine Schraube irgendwie reinbasteln. So, der hintere Teil funktioniert, der vordere jetzt nicht. Um es vielleicht so ein bisschen extremer zu machen. Aber die Bahn ist einfach nicht dafür gemacht. So, das hier müssen wir rausmachen. Wie kann man denn hier Sachen rausnehmen aus der Bahn? Das finde ich gerade ein bisschen doof. Vielleicht mit entfernen? Aha. So, und dann wird die irgendwie automatisch dann verkürzt. So,
So, man könnte es auch so machen. Jetzt muss ich gerade aber mal ganz kurz gucken. Ja. Das sieht nicht gut aus. Nee, nee, nee. Scheiße. Jetzt haben wir hier ganz schön Mist. So. Ist egal, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie wir hier Streckenelemente wegkriegen. So, und wir werden jetzt hier nämlich ganz normal nochmal wieder weitermachen. So. Und dann vielleicht ein bisschen gerade. So, jetzt ist er wieder gerade. Und dann machen wir vielleicht nochmal eine Abfahrt. So, wenn die schon sagen, ist nicht gut genug. Oder wir machen hier jetzt einen Booster rein. Nur man kann auch überhaupt nicht einstellen, wie schnell der Booster soll, ne? Ein bisschen doof. Aber gut, was soll's. So, auf jeden Fall soll er schön hochgehen. So, dann werden wir jetzt denen eine Bahn hinbauen, wo sie dann auch ein bisschen Angst kriegen sollen. So, und der Rest geht ja dann hoffentlich runter wieder. So, und jetzt wird es ein bisschen heftiger hier. So. Dann können wir hier hin und dann vielleicht mit Bremsen. Das hier so runterbremsen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt immer noch so scheiße sein soll oder ob wir da jetzt so ein bisschen bessere Bewertung kriegen. Das ist jetzt so eine typische links, rechts, hoch, runter und so weiter und so fort. Mal gucken. Also, wenn die jetzt ein bisschen besser bewertet wird, dann können wir die gerne lassen. Und in der nächsten Folge versuche ich dann wirklich mal eine Loopingbahn zu bauen. Oh, ich wollte gerade sagen, ne? Wo bleibt die Bahn? Alles klar. Also, dann dürfen wir hier in der nächsten Folge nochmal korrigieren. Und das machen wir dann. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Denkt ans Gewinnspiel. Und nächste Folge geht es dann hier weiter, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch hier einen Daumen hoch da lassen. Nächste Folge versuchen wir dann diese Bahn hier zu vervollständigen. Bis dann.